Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von World of Warcraft und zugleich auch zu einer neuen Aufnahmesession von World of Warcraft. Ja, wie ihr schon sehen könnt, ich weiß nicht, ob es euch direkt aufgefallen ist, ganz oben im Bildschirm habe ich ein neues Add-on installiert und zwar ist das der Titan Panel. Das ist der, den ich in der letzten Aufnahmesession meinte, wo alles schön angezeigt wird, wie viel Haltbarkeit man noch hat und wie viel Gold man in der Tasche hat und alles mögliche halt, wie viel XP man sammelt in der Stunde. Und den habe ich mir auf jeden Fall mal wieder drauf gemacht, weil den habe ich früher auch immer benutzt, ist ganz hilfreich. Und somit muss sie halt dann auch unseren Erfahrungsbalken ein wenig runtersetzen, weil sonst würde sie sich das überlappen. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, fangen wir an hier mit Quests abgeben. So, was haben wir denn da? Wer hätte das gedacht, es gibt tatsächlich jemanden hier, der Magni... keine Schande macht. Sein armes Herz aus Kiesseif gesegnet. Allein dafür bekommen wir den ersten Schluck von dem Bier, mein Junge. Aber lasst euch das nicht zu Kopf steigen. Wir haben noch viel mehr verfluchte Arbeit zu tun und ich werde nicht dulden, dass ihr vorzeitig schlapp macht. Ach ja, das war ja die nette Tante, die nicht so viel von ihren Leuten gehalten hat und anscheinend auch nicht ganz so viel von uns hält. So, was haben wir da? Der Dunkeleisen-Clan hier führt nichts Gutes im Schilde und wenn euch das überrascht, seid ihr noch dämlicher als die Papiertiger da in dem Zelt. Muradin kann ja diesen rußgeschwärzten Schwachkopf in Eisenschmiede gegenüber Lippenbekenntnisse ablegen, aber hier draußen zählen die nicht. Letzte Nacht gab es einen Überfall auf das Lager und ein Überfall ist einer zu viel. Ihr Anführer ist ein stämmiger Kerl mit Namen Finsterblick und er versteckt sich in der Höhle am südlichen Ufer des Flusses. Bringt mir Finsterblicks Bart als Beweis, dass er keine Bedrohung mehr für uns und Eisenschmiede darstellt. Jo, das machen wir glatt, aber vorher gebe ich hier noch die anderen ab. Dann lasst mal das Sediment sehen. Ah ja, die gute Nachricht ist, sie sind perfekt. Die schlechte Nachricht ist, dass ich sogar betrunken, wie ich bin, erkenne, dass ihre Farbe nicht dem Mutterboden hier entspricht. Das bedeutet, dass es nicht gut für diese Gegend aussieht, Crazy Bane. Aber wir müssen noch mehr Tests durchführen, bevor wir das Handtuch werfen. Achso, ich muss mir jetzt wieder aussuchen, was ich haben will. Ja, dann nehmen wir doch einfach die Armschienen. Also gut, ihr müsst mir helfen. Was? Ihr müsst mir helfen, mein Nivelliergerät zu finden. Was immer ein Nivelliergerät sein soll. Was guckt ihr so komisch? Richtig, ich sagte mein Nivelliergerät. Das ist ein wichtiges Verbesserungsinstrument. Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht, okay? Geht und schaut es nach. Ich habe es nur kurz auf einen Felsen liegen lassen und einer dieser furchtbaren Schlammlinge hat es verschlungen. Die kriechen überall hier herum, aber einer von ihnen müsste es noch in sich haben. Nivelliergerät habe ich auch noch nie gehört, aber ihr seht mal, dass der sich selber ein bisschen lustig darüber gemacht hat, weil er den Namen nicht erfunden hat. Okay, so, das können wir hier abgeben. Sind sie fleischig? Fleischig? Schauen wir mal. Herrlich. Die kann man bestimmt gut braten und dem Lager bereiten. Was? Die kann man bestimmt gut braten und dem Lager bleibt eine Woche Pilzkekse erspart. Achso, okay. Von mir aus. Wir haben genügend Vorräte, aber wir benötigen Arzneien. Das halbe Lager hat einen gewaltigen Kater und ein Heilmittel wäre jetzt angebracht. Zum Glück kenne ich ein gutes Hausmittel, das mir von meiner lieben alten Mutter beigebracht wurde. Wir brauchen nur ein paar dieser Zutaten. Seid so gut und sammelt für mich ein paar Beeren und Moosbüschel. Beeren von Moosbüschen, so. Sie wachsen hauptsächlich am Wasser im Schatten. Also schaut entlang der Küste und in der Nähe anderer Pflanzen.
Okay, Eisenzwerg platt machen, Pflanzen sammeln, da haben wir schon Bärenbusch. Und ich würde sagen, warte mal, wir haben doch da hinten auch noch irgendwo Bärenbüsche gehabt. Ach du Scheiße, 15 Bären müssen wir sammeln. Ja, da haben wir ja was vor uns. Ich bin ja froh, dass ich auf jeden Fall noch diesen Titan-Panel gefunden habe. Da habe ich wenigstens Überblick, ohne dass ich ständig ins Inventar gucken muss. Da sieht man auch schön, wie viele Taschenplätze noch da sind. So, was haben wir da? Da liegt ein toter Zwerg. Und da haben wir noch einen Busch. Ihr seht es auch schon, heute bin ich etwas später dran, wie normalerweise. Normalerweise fange ich ja um 5 Uhr schon meine Aufnahmesession zu beginnen. Allerdings ist das jetzt, diese Woche wird das etwas anders laufen, da meine Frau zu Hause ist. Die sitzt auch gerade an ihrem Rechner und versucht ruhig zu bleiben. Was ja bei mir teilweise gar nicht so einfach ist, da ruhig zu bleiben. Und jetzt ist der Kater wieder da, hau ab. Und da haben wir auf jeden Fall abgesprochen. Ich werde definitiv meine Aufnahmesessions weiter durchführen. Zumindest so lange, wie es halt mir möglich ist. Sie werden wahrscheinlich auch nicht mehr 18 Parts sein, sondern vielleicht etwas kürzer. Wobei gestern die Session war ja auch schon nur 15 Parts lang. Liegt aber auch hauptsächlich daran, dass die Festplatte irgendwie schneller voll war. Das ist wirklich kurios bei WoW. Auch obwohl die Grafik von WoW nicht so hundertprozentig Bombe ist, frisst das teilweise mehr Ressourcen wie irgendwelche Grafikbretter. Und das wundert mich halt schon ein bisschen. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ist mir bei Blizzard-Spielen allgemein schon so aufgefallen. Das war ja bei Hearthstone ist das ja genauso. Und Hearthstone ist im Grunde nur ein Kartenspiel. Vielleicht kommt eigentlich einfach dieses Fraps-Programm nicht so ganz mit den Shell-Shading-Grafiken klar. Wobei richtiges Cell-Shading hat ja hier WoW jetzt auch nicht. So, das haben wir soweit schon mal erfüllt. Die sind grau, die brauchen wir nicht. Achso, wir müssen immer noch Bären sammeln. Jetzt wäre ich hier fast schon wieder weitergeritten. Beziehungsweise weitergelaufen. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal einfach weiter nach Bärchen um. Und ansonsten machen wir das vielleicht nachher auf dem Rückweg, wenn wir dann aus der Höhle wieder raus sind. Wo ja der Eisenzwerg stehen soll. Ah, das ist ja gut, dass wir auf dem Weg da zur Höhle auch nochmal Bären finden. Ach krass, das Ufer ist ja komplett voll. So, noch 3 Stück, das haben wir da oben, können wir welche holen. Machen wir die Zwerge versuchen wir mal einfach ein bisschen zu umgehen. Wie, welches Level haben die eigentlich? Level 20. Ah, Level 20 ist auch noch drin. Wobei wir jetzt auch schon wieder 12 Level über denen sind. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn wie ich ja schon mal erwähnt habe, ist ja das Sumpfland nicht ganz so groß. So dass man da eine ganz viele Quests machen muss. Ich glaube, wenn ich mich da richtig erinnere, haben wir beim letzten Mal gesehen, dass wir noch knapp 41 Quests oder sowas machen müssen. Oder 31. Ich bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher. Wir werden sehen, wenn es soweit ist. So, und da haben wir auch schon Herr Finsterblick, ein Springfrosch. Wie es den Anschein hat, weil der uns ja direkt angegangen ist. Habe ich auch in der Form noch nie gesehen. Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Ach, der rote Bart, das sah eher aus wie ein Edelstein. Na gut. Dann müssten wir ja... Tatsächlich, wir haben jetzt schon wieder alle Quests fertig. Das ging jetzt doch schneller wie erwartet. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Heute habe ich auch wieder nicht ganz so viele Informationen für euch, denn beim letzten Mal, wie gesagt, habe ich schon alles verschossen mit der Erweiterung zu World of Warcraft, wo es dann bis Level 100 geht und mit dem neuen Spiel Heroes of the Storm. Von daher habe ich heute nicht ganz so viel zu erzählen. So, was haben wir denn hier? Wie viele habt ihr gefunden? Die sind genau richtig. Die Jungs werden bald wieder auf den Füßen sein, sobald ich das hier in etwas Essbares verwandelt habe.
Helgenfelsen. Dort drüben ist so eine Art Wunder der Natur. Dort liegt die weltweit einzige bekannte Quelle von Pyrophorerz. Pyrophorerz? Ja, Pyrophorerz. Das Zeug ist selten, heiß begehrt und einfach nur lächerlich explosiv. Wenn man mit einer Spitzhacke aus Stahl darauf schlägt, gibt es ein Feuerwerk, das einen Raum voller Goblins vor Neid erblassen ließe. Zum Glück haben wir für solche Gelegenheiten eine Funktion. Zum Glück haben wir für solche Gelegenheiten eine funkenresistente Spitzhacke erschaffen. Ich werde sie euch leihen, wenn ihr mir ein bisschen Pyrophorenerz bringt. Natürlich bekommt ihr auch etwas vom Gewinn ab. Okay, die Quest, da kann ich mir auch noch dran erinnern. Die gab es damals auch schon. Zeigt mal her. Ein Glück, dass wir den los sind. Ich werde das fiese Ding später verbrennen, damit es uns nicht das Lager zustinkt. So, die Hose nehmen wir uns mit zum Entzaubern. Und da haben wir die nächste. Telgenfelsen ist hier ein wichtiger Ort. Wir brauchen ihn, um dort den felsigen Untergrund und sowas zu untersuchen. Da einem nichts im Leben leicht gemacht wird, gibt es am Telgenfelsen riesige Höhlenpirscher. Sie sind so gut wie ein Zwerg und zweimal so hungrig. Also sie sind so groß wie ein Zwerg und zweimal so hungrig. Wie ich schon sagte, diese modischen Kerle sind Forscher und keine Krieger. Also wenn ich möchte, dass sie überhaupt etwas geschafft bekommen, müsst ihr mir helfen, diese Viecher zu beseitigen. Tötet so viele dieser Quälgeister, wie ihr könnt, und es soll euer Schaden nicht sein. Ach ja, heute das Lesen ist wieder eine Wucht. So, habt ihr das Nivelliergerät gefunden? Oh gut, es ist unbeschädigt. Vielen Dank. Ihr solltet euch dort vielleicht ein bisschen aussäubern. Ein bisschen säubern. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so wackelig auf den Beinen, also werde ich anfangen, das Nivelliergerät für meine letzten Messungen aufzubauen. Eins benötige ich noch von euch. Tief im Telgenfelsen steht ein Seismograph, um alle Bewegungen der Erde aufzuzeichnen. Wenn sich seit der Katastrophe noch etwas bewegt hat, wird er es uns zeigen. Der Seismograph ist ganz unten in der Höhle. Findet ihn und bringt den Bericht, den er aufgezeichnet hat, zu mir. Ja, das ist ja super. Da müssen wir einfach komplett zum Telgenfelsen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn der Eingang dahin? Ich glaube, da müssen wir weiter in die Richtung. Ach guck, und da haben wir auch schon die erste Spinne. Ich dachte, die wären im Felsen drin. Dann hauen wir die doch hier direkt mal weg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Namen Pirscher gehört habe, habe ich eher an irgendwie, müssen wir den auch? Ich weiß es nicht. Habe ich eher irgendwie an so einen Tiger gedacht oder einen Leoparden und sowas, weil das sind ja eigentlich so die Pirscher. Dass Spinnen als Pirscher bezeichnet werden, ist schon sehr kurios. Aber soll mir recht sein. Ich werde jetzt hier draußen auch nicht alle Spinnen töten, denn... Ach doch, wir müssen hier draußen auch alle Spinnen töten. Weil in der Höhle, die heißen dann wahrscheinlich Höhlenpirscher. Ja, dann hauen wir sie hier doch erstmal alle weg, bis wir die 7 haben. So, 3 Stück noch. Und dann müssten wir ja auch irgendwann mal aus dem Lager rauskommen und zum nächsten. Und das ist die letzte. Das trifft sich ja ganz gut. Mit der letzten Spinne sind wir dann auch an der Höhle angekommen. Haben ein paar jetzt ausgelassen, aber das ist nicht so wild. Und dann bin ich mal gespannt. Das müssten ja jetzt die Höhlenpirscher sein, oder? Ja, Höhlenpirscher. Holen wir uns den direkt her.
Aber ich muss sagen, die Add-ons, die ich jetzt so drauf habe, die gefallen mir schon recht gut. Das sind auch teilweise andere Add-ons, wie ich früher hatte. Also jetzt X-Pearl und Titan Panel hatte ich damals auch schon drauf. Und Recount. Nur hier, das, was jetzt im Moment über den Gegnern eingeblendet wird, das hatte ich damals noch nicht. Dann, dass mein Interface so anders aussieht, hatte ich damals noch nicht. Also, die Dominos heißt das Add-on, ja. Sexy Map hatte ich damals auch noch nicht. Ey, dann nimm's doch. Und ich muss sagen, das macht's mir für mich jetzt im Moment interessant. Dass halt neue Möglichkeiten dazugekommen sind durch die Add-ons. Beziehungsweise ich versuche ja jetzt auch während des, im Laufe des Let's Plays halt noch ein paar Add-ons zeigen zu können. Müssen natürlich dann auch Add-ons sein, die mir was bringen und die ich selber auch benutzen würde. Weil es bringt ja nichts, irgendwelche Add-ons drauf zu machen, die jetzt nicht irgendwie das Spielgeschehen vereinfachen oder verbessern. Aber mal gucken, was so in Zukunft dann noch lauert. Dieses Mal ist ja noch der Titan-Panel dazugekommen. Und mal gucken, wie wir noch variieren, weil man kann ja auch viele Add-ons ausschalten und dafür andere laufen lassen und sowas alles. Man kann sich, im Grunde könnte man sich jetzt alle, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich gelesen, 61.000 Add-ons oder was gibt's für WoW, könnte man sich auch runterladen und dann alle der Reihe nach mal ausprobieren. Aber ich glaube, das werde ich nicht machen, da werde ich nur die beliebtesten drauf machen. Demnächst kommt dann noch der Deadly Boss Mods drauf. Um den auch mal zu zeigen, aber der kommt dann erst später, weil das ist dann wirklich nur für Bosskämpfe eigentlich geeignet.